Hallo zusammen und willkommen zum wohl explosivsten Teil der Tutorial-Reihe zum MiG-21. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir kümmern uns heute um alles, was mit Bodenangriffen zu tun hat. Und warum steht der jetzt schon wieder hier auf dem Boden rum? Naja, wir müssen uns auch noch ein bisschen die Waffen angucken, die wir dazu benutzen möchten. Wir sollten ja schon grob wissen, was wir da zum Explodieren bringen. Und ich dachte mir, das machen wir heute mal auf dem Boden, indem wir uns nämlich hier einfach mal aufmunitionieren. Wenn wir kurz mal gucken, wir haben noch gar nichts drunter. Und da schrauben wir uns jetzt erstmal was drunter. Das machen wir mit der Taste Raute, dann F8 für Bodencrew und F1 für Munition und Auftanken. Da kriegen wir eine schöne Übersicht über unsere Pylonen, die nicht so nummeriert sind, wie es unser Waffenwählschalter hier eigentlich tut. Und jo, die Pylonen 6 und 7 sind uns heute egal. An 7 können wir ein bisschen Rauch dran machen, an 6 haben wir Gegenmaßnahmen. Das interessiert uns erst später. Uns interessieren die Pylonen 1, 2, 3, 4 und 5. Wir fangen mit dem Pylon 3 mal an. Das ist deutlich einfacher durchzugehen. Pots interessieren uns nicht, das ist unser Jammer. Treibstoffbelter brauchen wir auch nicht. Bomben hört sich schon interessanter an und deutlich mehr nach dem, was wir heute tun möchten. Und hier haben wir schon direkt zwei Stück. Die RN-24 und die RN-28. Das sind taktische Nuklearwaffen. Ja, taktische Nuklearwaffen. Absolut richtig, habe ich wirklich so gesagt. Und die werden wir uns später auch noch angucken, aber nicht jetzt direkt als erstes. Wir schauen mal, was wir an den Pylonen 2 und 1 dran machen können. Äquivalent ist das dann 4 und 5 auf der anderen Seite. Und hier sieht es schon interessanter aus. Hier können wir nämlich eine ganze Menge dran machen, wenn wir immer so nur durchgehen. Luft kennen wir alles aus dem letzten Teil, müssen wir nicht drauf eingehen. Pots haben wir relativ schnell abgehandelt, das sind Gunpots. Also das sind wirklich nochmal unsere Bordkanone in einem externen Behälter, kümmern wir uns auch später drum. Raketen, eine ganze Menge Raketen, kümmern wir uns auch noch drum. Wir fangen mit den Bomben an. Diese Ansicht mag einen erstmal durchaus erschlagen, aber die Bomben hier folgen einem relativ guten Benamungsschema. Das kann man sich relativ einfach merken, meiner Meinung nach. Und zwar alles, was FAB vorne stehen hat, ist eine ganz stinknormale freifallende Bombe. Eine sogenannte General Purpose Bombe. Was RBK vorne stehen hat, sind Clusterbomben. Äquivalent dazu, die BL-755 ist auch eine Clusterbombe, allerdings aus britischer Herstellung. Die SAB ist eine Leuchtbombe. Die fällt runter und schießt dann nach hinten Leuchtkugeln raus. Die gucken wir uns gleich auch nochmal an, allerdings bei Nacht, nicht bei Tag. Die BetaB bleiben noch übrig, das sind Penetration-Bomben. Die penetrieren ihr Ziel erst und die SHP-Variante davon ist für Runways gedacht, also für Start- und Landebahn. Und das war's auch schon, was wir hier an Bomben haben. Wenn man das jetzt mal so auseinander nimmt mit dem Benamungsschema, ist das gar nicht mal mehr so viel, was man sich hier irgendwie merken muss. Die Zahl hinter dem Bindestrich, also 100, 100, 250, 500 und so weiter, ist jeweils die Kilogramm Sprengstoffanzahl, also 100 Kilogramm Sprengstoff. Vier Stück davon direkt, 250 Kilogramm Sprengstoff, 500 Kilogramm, bla bla bla, ne, und so weiter. Wir nehmen an, ne, Pylon 2 jetzt einfach mal eine dicke 500 Kilogramm Bombe mit und natürlich symmetrisch auf der anderen Seite nochmal dasselbe. Pylon 1 können wir gar nicht so viel mitnehmen, wie man vielleicht sieht. Jetzt hängt der Tooltip hier im Bild, wunderschön. Pylon 1 und Äquivalent 5 können wir gar nicht so viel mitnehmen, denn das sind die äußeren Pylonen. Die können gar nicht so viel Last tragen. Wir möchten jetzt natürlich nicht, dass uns unterwegs der Flügel abbricht. Ist ja verständlich, oder? Wir nehmen die FAB 250 mit hier an beiden Pylonen. Und, das habe ich gerade noch vergessen zu erwähnen, wir haben von der FAB 250 zwei Varianten. Die mit M54TU dahinter ist eine Low-Drag-Variante. Es gibt High-Drag- und Low-Drag-Bomben. Low Drag heißt so viel, in dem Fall hier so viel wie, wenn die Bombe abgeworfen wird, schmeißt die nach hinten einen Fallschirm raus und segelt dann ganz langsam zu Boden. Also die schwingt nicht so stark mit eurer Geschwindigkeit mit. Die bremst direkt ab. Wir gucken uns aber einfach die ganz normalen freifallenden Bomben erstmal an und drücken hier auf OK und dann werden wir auch aufmunitioniert. Den Rest des Startups erspare ich euch natürlich und auch das Fliegen zur Area of Operations. Das müssen wir ja jetzt nicht mit angucken. Das zieht das Ganze nur in die Länge, da haben wir schon was runtergekriegt. Aber während ich den Startup mache und dahin fliege, erkläre ich euch auf jeden Fall einmal die möglichen Arten, wie man eine Bombe abwerfen kann. Und das sind hier drei Stück an der Zahl. Zum einen haben wir das sogenannte Dive Bombing. Da spricht der Name auch schon wieder Bände.
Wir tauchen quasi runter, fliegen auf unser Ziel zu, werfen die Bombe ab und drehen wieder nach oben ab. Also wir tauchen einmal kurz ein sozusagen. Und das Ganze läuft ja computergestützt ab quasi. Ist die präziseste Art des Bombens, was wir so können. Denn hier können wir unseren Pipper zu Hilfe nehmen. Den können wir genau aufs Ziel legen, die Bombe abwerfen und uns freuen. Die anderen beiden Arten sind nicht so präzise. Die zweite wäre das Low-Altitude-High-Speed-Verfahren. Der Name spricht hier auch schon wieder Bände. Wir fliegen niedrig an mit hoher Geschwindigkeit und fliegen einfach über unser Ziel drüber und werfen im richtigen Moment die Bombe ab. Hier haben wir keine Computerunterstützung, wann wir die Bombe abwerfen müssen. Das müssen wir eyeballen quasi. Das muss man abschätzen. Und ist damit relativ ungenau, wird größtenteils bei Clusterbomben verwendet. Ich meine, die haben sowieso schon einen relativ großen Sprengradius. Da ist auch egal, ob die präzise treffen oder nicht. Die dritte Art ist das Tossing oder Throwing. Da fliegen wir auch wieder niedrig an, ziehen dann stark nach oben und werfen die Bombe einfach ein bisschen. Wir geben der Bombe also noch ein bisschen Energie nach oben mit quasi, dass die ihren Flug erstmal nach oben beginnt und dadurch hat sie natürlich implizit eine höhere Reichweite. Die ersten beiden Arten werden wir uns hier heute angucken, die dritte werden wir uns hier heute nicht angucken, da ich darin echt kein Experte bin. Und vor allen Dingen wird das Tossing größtenteils auch eher bei Nuklearbomben verwendet. Wir befinden uns in Flugrichtung zu unserer Target Area und wir müssen unsere ganzen Systeme noch anmachen. Dazu kann man die Flugzeit jetzt gerade mal wunderbar nutzen. Auf der rechten Seite, beim Startup hatte ich schon erwähnt, oh, den habe ich vergessen, IFF soll natürlich an. Beim Startup habe ich schon erwähnt, alles was schwarzen Schaft hat, das hat mit Waffensystemen zu tun und ja, wir möchten gleich Waffensysteme benutzen, deshalb machen wir davon mal ein paar an, würde ich sagen. Den brauchen wir nicht, der ist für Luft-Luft. Das hier ist unser Master-Arm-Schalter, den können wir ruhig schon mal anmachen. Wir werden gleich Bomben abwerfen. Wir geben unseren vier Pylonen noch Strom. Unsere Kanone machen wir an und unsere ASP-Gunsight machen wir auch an. Die Cam an sich lassen wir aus, hat ja eh nur optischen Effekt. Die Gunsight an sich machen wir auch noch an. Einmal hier unten das Fixnet und an der Seite den Pipper. Und damit sind unsere Waffensysteme grob schon mal einsatzbereit. Wir müssen uns jetzt natürlich noch Bomben auswählen, die wir abwerfen möchten. Und ich möchte zuerst die dicken 500 Kilogramm Bomben abwerfen. Wir können während des Fliegens mal kurz einen Blick auf unsere Target Area werfen. Der ein oder andere kennt dieses verlassene Flugfeld, aus zwei Landebahnen bestehend, wird gerne mal als Target Area genommen und das tue ich hier auch. In der Mitte einfach nur ein paar LKWs und hier hinten am Rand. Hoppala, da ging meine Frame runter. Noch ein Bunker, da werden wir die 500 Kilogramm Bomben draufwerfen. Um das zu tun, haben wir hier unseren Master Mode Schalter. Den lassen wir unten auf Ground. Der Schalter ist egal, der spielt nur für Luft-Luft eine Rolle. Den stellen wir mal in Neutralstellung. Und hiermit wählen wir letzten Endes unsere Bomben. Im Luft-Luft-Szenario sind wir hier unten auf IR-SAR gegangen. Wir möchten jetzt hier auf B für Bomb bzw. RKT für Rockets gehen und wir haben gerade nur Bomben dran, also zählt für uns das hier. Wir können auswählen die Pylonen 1, 2, 3, 4 oder 1 bis 4. Und erinnert euch an die Reihenfolge der Pylonen. 3, 1, 2, 4. Ja, komische Reihenfolge. Wir möchten die inneren abwerfen, das sind 1 und 2, also steht der schon ganz recht. Der hier bleibt auf Launch, wir möchten die Gun gerade nicht benutzen, aber der hier steht noch auf Shoot und der muss nach unten auf B für Bomb. Der bleibt auf automatisch und wir stellen eine Target Size von 10 bis 12 Metern ein. Ihr seht, der Pipper ist gerade schon nach unten gegangen. Und das ist prinzipiell nicht verkehrt, das heißt, wir sind im Bombing-Modus und genau so soll es sein. Wir werden jetzt auf dieses Flugplatzkreuz zufliegen, das befindet sich hier. Und hier an der Runway, die uns schon zugewandt ist, steht der Bunker. Da möchte ich gleich meine 500 Kilogramm Bomben draufwerfen. Und zwar beide. Mit einem Druck des Waffenabwurfschalters gehen beide Bomben raus. Und hier schon mal der erste Tipp: Haltet den Waffenabwurfschalter gedrückt, bis ihr hört, dass die Bomben rausgegangen sind. Der Anflug jetzt gleich wird folgendermaßen aussehen für das Dive Bombing. Wir sind so auf einer guten Höhe von ja, 4 bis 5 Kilometern. Eher 4 gerade als 5, aber das macht nichts. Und wir werden gleich so zwischen, ja, so 20, 30, 40 Grad irgendwie sowas nach unten pitchen und dadurch den Dive machen.
Ich werde das Ziel versuchen. Ich werde versuchen, das Ziel am unteren Rand des Fix-Netz zu halten. Und irgendwann wird dieser Pipper ein bisschen nach vorne wandern. Vielleicht muss ich auch korrigieren, da die 500 Kilogramm Bomben doch relativ schwer sind. Da kommt der Pipper nicht so schnell. Aber ich werde dann, wenn sich spätestens wahrscheinlich, wenn sich diese Nadel anfängt zu bewegen, die misst nämlich jetzt wirklich euren Abstand zum Boden, und zwar an der unteren oder mittleren Skala. Wenn die anfängt sich zu bewegen, sollte hier höchstwahrscheinlich auch eine Launch Authorization erscheinen. Die werde ich nutzen, um meine Bomben abzuwerfen. So viel zum Anflug. Das ist zumindest das Dive-Bombing. Und eine ganz, ganz, ganz wichtige Sache, die ihr niemals vergessen dürft, sonst werden die Bomben niemals explodieren. Wir haben hier unten, neben euren beiden Pitot-Heizungen, ist so ein Schalter mit so einem roten, ja, mit so einer roten Schutzkappe davor. Wir machen die Schutzkappe einmal ab und den Schalter nach oben. Die rote Lampe geht hier an und hier steht schon drüber Tact Drop, also Tactical Drop. Und jetzt sind die Bomben erst wirklich scharf. Vorher waren die gar nicht wirklich scharf. Die wären zwar runtergefallen, also ihr hättet sie losgelassen, aber sie wären schlicht und einfach nicht explodiert. Und das ist hier irgendwie gerade nicht Sinn der Sache, bin ich der Meinung. Von daher vergesst diesen Schalter dort unten nicht. Wenn ihr kein Track IR habt, so wie ich jetzt, dass ich hier meinen Kopf da zur Seite nehmen kann und ihr da unten nicht umständlich mit der Maus umhantieren möchtet, kleiner Tipp. Links-Shift, linke Windows-Taste und Pause. Dann habt ihr eine aktive Pause. Und jetzt könnt ihr einfach nach unten gucken und den Stick zur Seite bewegen. Ohne dass euer Flugzeug sich hier dann irgendwie bewegt. Ja, also wenn ihr keinen Tracker ja habt, wäre das wahrscheinlich meine präferierte Variante. Pause wieder raus, wir fliegen weiter. So, und wir sind auch schon langsam soweit. Da können wir gleich fast schon den Zielanflug starten. Wann das mit den 20, 30 Grad soweit ist, das ist immer ein bisschen, ja, Eyeball quasi. Das ist immer so ein bisschen auf gut dünken. Aber ich sag mal, das ist jetzt soweit. Throttle auf Idle. Reinrollen. Ziel anpeilen. Ich mach die Luftbremse dazu raus. Das Flugzeug fängt dabei an zu wackeln. Das ist okay. Kurze Kontrolle. Bombing-Modus. 1, 2, Ground. Master Arm on. Sieht gut aus. Tactical Drop haben wir gerade angemacht. Perfekt. Da unten am Anfang der Runway unser Bunker, wir sehen ihn. Geschwindigkeit 650, 675 ist gut. Halten, halten, halten. Und Bomben weg. Luftbremse rein, nach oben ziehen. Und daneben, ja, super. Aber prinzipiell habt ihr das jetzt gesehen. Mit einem größeren Dive-Angle, also mit einem größeren Sturzflugwinkel, wird das Ganze auch relativ genauer. Die MiG ist eigentlich, das habe ich zumindest in anderen Quellen gelesen, abseits des Handbuchs, gar nicht so für so flache Winkel ausgelegt. Also viele Quellen, die ich gelesen habe, sagen sowas zwischen 50 und 70 Grad soll man nach unten gehen. Habe ich ein paar Mal ausprobiert, ist nicht meine präferierte Variante, aber wir können das jetzt gleich gerne mal bei den LKWs machen. Wir wechseln mal auf die Pylonen 3 und 4. Das sind unsere äußeren Pylonen, unsere kleineren Bomben. Nur 250 Kilogramm pro Bombe, in Anführungsstrichen nur. Wir gewinnen wieder an Höhe, dass wir unseren Tauchgang gut starten können. Lasst übrigens den Nachbrenner nicht zu lange drin, sonst verreckt euch das Triebwerk. Gut, 4,5 Kilometer, etwas über 4,5 Kilometer, gut über dem Ziel. Und jetzt heißt es warten und eyeballen. Machen wir den Dive-Angle mal ein bisschen größer und schmeißen unsere 250 Kilogramm Bomben mal auf die Lastwagen. Knappe 50 Grad. Da kommt der Pipper und bombs away. Ihr seht, wir können deutlich früher auf jeden Fall wieder hochziehen.
Und Volltreffer. Da sollte gleich noch ein bisschen mehr in die Luft gehen. Zack, da explodieren noch die Lastwagen. Die haben wir voll getroffen, auf jeden Fall. Das waren die normalen General-Purpose-Bomben. Oh Gott, ich kann dieses englische Wort nicht aussprechen. Dann machen wir doch jetzt einfach mal im Dunkeln weiter mit den nächsten zwei Bombenpaaren. Wir haben geladen die SAB-100 und die RBK-500. Mit anderen Worten, zwei Bomben, die Licht machen und zwei Bomben, die Splitter machen und explodieren. Wenn wir uns das Ganze von außen angucken, an den äußeren Pylonen, das ist die Lichtmachbombe, die SAB-100 und innen haben wir dann die dicken Splitterbomben. Wir sind wieder auf dem Weg zu unserem Ziel und nutzen die Zeit zum Einstellen der Waffensysteme. Hier unten habe ich schon alles angemacht. HUD an, Fixnet an. Den schon mal auf Bombing, der bleibt auf Launch, Auto passt. Wir möchten zuerst die äußeren Pylonen abwerfen, um uns Licht zu machen. Selektieren hier die 3-4. Der geht wieder in Neutral, der bleibt auf Ground. Und nicht vergessen, den Tactical Drop Switch anzumachen. Wir sind fertig. Super, Target Size wieder so auf 11, 12 Meter. Dann passt das Ganze und jetzt natürlich erstmal das Airfield finden. Die Lichtbomben und auch die Splitterbomben werden nicht mehr im Dive abgeworfen. Das ist kein Dive-Bombing mehr, sondern wir machen hier Low-Altitude, High-Speed. Bei den Lichtbomben ist es so, dass die nach hinten, also wenn die runterfallen, quasi nach oben hinten, werden wir gleich sehen, so Leuchtkugeln ausstoßen. Die machen echt verdammt gut Licht, die machen quasi taghell. Und die, davon hat sie aber nur so 4 oder 8 Stück. Ich glaube, die werden in Zweierpaaren rausgeworfen. Zwei Stück und das Ganze 4-mal. Das reicht halt nicht, wenn man zu hoch ist. Da kommt das Licht dann nie am Boden an. Splitterbomben ähnlich. Das ist, wenn wir die zu hoch abwerfen, das ist viel zu ungenau. Deshalb flitzen wir da mal im Vollschuss über das Ziel drüber. Und werfen die dann ab. So, ich muss das Airfield natürlich selber erstmal finden. Im Dunkeln ist das Ganze dann doch etwas anspruchsvoller, von daher mal Ausschau danach halten, schon mal langsam Höhe verlieren. Da hinten sehe ich es endlich. Meine Herren, hier müsste das sein. Das ist ja echt Stockfuß da draußen. Gut, die SAB müssen wir eigentlich gar nicht so Highspeed abwerfen. Da ist das relativ egal, da sind wirklich kein Explosionsradius drin, etc. Je nach Target Area und je nach zu erwartenden Zielen natürlich trotzdem schnell fliegen. Ich meine, richtige Feinde schießen auf euch, das ist jetzt hier mal nicht der Fall. Von daher, ihr wisst, was ich meine, oder? Gesunder Menschenverstand und so. Ich achte jetzt nicht auf den Pipper und gar nichts. Ich achte jetzt nur, dass wir einigermaßen übers Airfield drüber fliegen. Und wenn wir drüber sind, werde ich die beiden Dinger rausschmeißen. Kurze Kontrolle. Ground-Pylon 3-4. Das ist außen perfekt. Bombing-Modus, Launch Automatic. Das passt. Hier unten. Aha, gut, dass ich eine Kontrolle gemacht habe. Master Arm an. Und Tactical Drop ist armed. Super. So. Ja, da vorne geradeaus liegt das Airfield. Super, wir flitzen genau drüber. Dann sorgen wir dafür doch mal ein bisschen Licht. Okay, das sollte reichen. Dann Bombs away. Da gingen sie weg. Wir beschleunigen, wählen schon mal unsere anderen Pylonen aus. Und gucken mal nach hinten. Da sollten wir hoffentlich gleich Licht sehen. Ja, ja, herrlich. Das werden wir gleich noch richtig sehen. Denn wir drehen jetzt und fliegen mit unseren Streubomben einmal über die LKWs, die da immer noch, genau wie vorhin, noch genau in der Mitte des Runways stehen. Perfekt, würde ich sagen. Perfekt.
und werden dann hoffen, dass wir die LKWs treffen. Ich bin ehrlich gesagt kein Spezialist, was das Low Altitude High Speed angeht, genauso wenig wie im Tossen. Dive Bombing geht noch einigermaßen, der Rest ist schon... Ja, das ist schon was anderes. Gut, versuchen wir's. Da habt ihr einen der Effekte gesehen, was man niemals machen sollte, nämlich zu stark ziehen. Wir haben gerade unsere Bomben verloren. Durch zu starke G-Last. Ich habe nicht auf die Geschwindigkeit geachtet, die war ein bisschen hoch und habe zu stark gezogen, nämlich über 5G. Ihr merkt, das Flugzeug rotiert auch und dabei haben wir jetzt beide Bomben verloren. Das nur auch als Info, das wollte ich euch eigentlich beim Dive-Bombing schon sagen. Wenn ihr beim Dive-Bombing nämlich zu stark hochzieht, beim Recovern, dann verliert ihr eure Außenlast. Ich gehe dann mal nachladen. Ne? Bis gleich. Und es werde Licht. Das wollte ich doch schon immer mal sagen. Wir haben wieder Licht und jetzt fliegen wir die Kurve mit nicht so viel G. Also, Pylonen wechseln auf die Clusterbomben. Ah, das sieht doch wunderherrlich aus. Super. Und diesmal mit nicht ganz so viel G dran ziehen. Wir kommen mal übers Wasser. Dann lege ich jetzt mal so fest. Ich möchte jetzt nicht so direkt reindrehen. Das wird nämlich wieder ein bisschen viel G-Load sonst. Und das möchte ich gerade aus offensichtlichen Gründen vermeiden. Oder ich könnte einfach mal währenddessen aufs G-Meter achten. Auch eine coole Idee, oder? Das sieht doch gar nicht so schlecht aus. Dann flitzen wir da jetzt einfach mal drüber über die LKWs und werfen unsere Clusterbomben ab. Höhe sagt, oh, 500 Meter, ja, das ist schon, das ist sportlich. Aber das könnte klappen. So, ich bin kein Genie darin, mit den Clusterbomben zu treffen. Ich habe da keine räumliche Vorstellungskraft, wie lange die Bomben unter mir fliegen, quasi. Denn die kriegen ja meine Geschwindigkeit mit. Ich denke, auch hier macht Übung definitiv den Meister. Vielleicht könnt ihr mehr üben als ich. Da sehen wir gerade noch die Leuchtkugeln zu Boden gehen und jetzt wird es natürlich gerade wieder dunkel, wo wir hier drüber sind und Bombs away. Gas hochziehen und dann gucken wir doch mal, was wir hier so treffen, ob wir hier was treffen. Da gingen sie zu weit. Habt ihr die Explosion gesehen? Hier so ungefähr war es. Nachdem die Clusterbomben jetzt raus sind, habe ich uns mal noch was anderes drunter gestaltet, nämlich zwei Gunpods. Die Bomben haben wir damit eigentlich durch, das heißt, wir machen jetzt mit den anderen Späßen weiter und machen jetzt als nächstes erstmal einen Gunrun, beziehungsweise vielleicht auch zwei Gunruns, mal gucken. Und ihr seht, das Cockpit hat sich ein bisschen verändert. Wir haben hier oben ein zusätzliches Panel. Wir müssen jetzt natürlich erstmal vom Bombing-Modus die Gun aktivieren und das geht relativ einfach. Wir legen hier den Schalter auf Gun. Fertig. Der geht noch auf Shooting, da wir nicht mehr bomben. Dadurch geht unser Pipper dann auch runter. Wir bleiben hier im Ground-Modus. Der Schalter ist jetzt egal, aber wir müssen unsere Kanone noch laden. Laden tun wir sie, indem wir einen dieser drei Schalter drücken. Wenn ich hier drauf drücke, knallt es einmal kurz und wenn ihr das Luft-Luft-Tutorial gesehen habt für die Luft-Luft-Waffen, dann wisst ihr, das war eine Pyroladung und nicht eines unserer Magazine, denn wir haben nur ein Magazin, aber drei Pyroladungen, falls unsere Waffe mal verstopft wird, also jammt. Wie heißt das? Ladehemmung heißt das. Ladehemmung, genau, das Wort habe ich im letzten Teil die ganze Zeit gesucht, Mann. Okay, wir haben unseren UPK-Gunpod. Hier oben diese auch drei Reload-Knöpfe. Sind wiederum drei Pyroladungen, nicht drei Magazine und wir müssen den noch powern, das tun wir hiermit. Und mit diesem Schalter können wir auswählen, ob wir unseren UPK Gunpod benutzen möchten oder unsere GSH-23 interne Bordkanone. Wenn ich den Schalter hier auf UPK lege, sollte eigentlich dieses grüne Licht angehen, aber selbst die Gunpods an sich muss ich noch nachladen, denn die drei Knöpfe hier sind nur für die interne Bordkanone. Wenn ich da drauf drücke, auch hier oben ein grünes Licht, äquivalent zu dem hier unten. Wir stehen gerade auf UPK und wenn ich jetzt hier einfach mal kurz schieße, sehen wir, die kommen von links und rechts. Und wenn ich den auf GSH 23 stelle, sehen wir, die kommen aus der Mitte. Das war unsere interne Bordkanone. Das Schöne ist, wenn das auf UPK steht,
und unsere Gunpods gehen leer, wechselt er automatisch auf die interne Bordkanone, aber nur in diese Richtung. Also wenn das auf GSH 23 steht und unsere interne Bordkanone geht leer, dann wechselt er nicht automatisch auf die Gunpods. Deshalb schießen wir erstmal die Gunpods leer. Anflug an sich, fast wie beim Bomben. Wir fliegen aufs Ziel zu, leichtes Diving, Pippa aufs Target. Sobald sich die Nadel bewegt und eine Launch Authorization kommt, gib ihm. Also im Prinzip alles so, wie ihr es gewohnt seid. Auch hier, ich mache den Anflug wieder verhältnismäßig langsam. Andere Leute fliegen den Anflug deutlich schneller. Das, ja, für mich fällt das unter persönliche Präferenz, jeder so wie er möchte. Ich komme halt langsam am besten klar. Schneller bietet sich natürlich auch teilweise mal je nach Ziel an. Wenn ihr dann natürlich Ziele stehen habt, die zurückschießen, dann solltet ihr vielleicht ein bisschen schneller fliegen. So, dann ab in den Sturzflug. Luftbremse brauchen wir, glaube ich, nicht bei dem Dive. Pippa aufs Ziel, warten, bis sich die Nadel bewegt. Und da haben wir doch einiges zersemmelt. Jupp, da sind ein paar LKWs explodiert. Wir machen jetzt einfach noch einen Run. Beziehungsweise wir können die UPK natürlich auch einfach mal in der Luft leer schießen. Wir haben ja noch genügend Munition für noch einen Run danach. Und ihr seht, der hat direkt auf die interne Bordkanone gewechselt. Das Licht hier ging aus. Und wir sind auf unserer internen Bordkanone. Theoretisch könnten wir das jetzt hier auch hier den Powerschalter wegnehmen und unsere interne Bordkanone immer noch feuern. Alles kein Problem. Und ja, das sind Gunruns in der MiG-21. Das hier ist kein Brrrt wie in der A10. Das ist nur gegen weiche Ziele gut, gegen Panzer oder irgendwas, was annähernd gepanzert ist. Habt ihr mit der Gun nicht mehr so eine große Chance. Also da würde ich dann doch zu anderen Mitteln greifen. Damit beenden wir dann auch den ersten Teil der Luftbodenwaffen. Ich hatte das eigentlich alles zusammen hintereinander weg aufgenommen, mehr oder weniger, aber das ist dann viel zu lang geworden, von daher habe ich es jetzt mal zweigeteilt. Im nächsten Teil kümmern wir uns dann um alles, was irgendwie raketenbetrieben ist und auch um die Nuke. Ja, die machen wir auch, keine Sorge. Ich hoffe natürlich wie immer, dass ihr Spaß hattet beim Anschauen, dass ich euch vielleicht was beibringen konnte und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann!